zu diesem Video. Ach, das Moment. So, jetzt, das machen wir, damit wir eine Zeit einhalten hier. Ja. Das ist Monique. Und das ist Ralf. Hallo. Und du bist der Mensch, der bei uns eine NLP-Ausbildung machen will. Jedenfalls ist das jetzt unsere innere Ausrichtung, an wen wir dieses Video richten. Ganz genau. Weil wir haben uns überlegt, was wohl Menschen interessiert, die hier eine NLP-Ausbildung anfangen. Denn ich stelle mir vor, die sitzen zu Hause, knabbern Nägel, schwitzen, machen sich Sorgen, können nicht schlafen, weil sie sich fragen, was passiert alles und was muss ich vorher wissen. Genau. Und du hast dich in diese Menschen eingefühlt und auch einige von denen gefragt und stellst hier stellvertretend für viele die Fragen. Die Fragen, die die auch haben. Und ich beantworte sie. Genau. Und die erste ist, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich angemeldet habe? Ich glaube, die normale Reaktion ist ein tiefes Glücksgefühl. So ein dieses Gespür, man hat was richtig gemacht im Leben. Ja. Und danach kommt eine E-Mail von dir, oder? Genau. Dann schicke ich erstmal ein paar E-Mails, die man dann ausfüllt, so datenschutzmäßig. Und danach kommen Logins für Edomanto und für das Forum, zu dem wir dann nochmal ein extra Video machen. Genau. Wir haben einen riesen Online-Teil, für den gibt es noch extra. Genau, aber diese E-Mails am besten schon abspeichern. Das ist ein guter Hinweis, dass man es wiederfindet, weißt du? Das stimmt. Genau. Und da ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass wir so ein kleines Problem mit Gmail haben. Fast ein großes Problem. Ja, also wenn du eine E-Mail-Adresse hast, die mit Gmail endet, dann empfehle ich sogar, eine neue zuzulegen mit einer anderen Endung, damit du alle unsere E-Mails auch empfängst. Oder ansonsten haben wir jetzt ganz neuerdings so einen Pull-Kanal. Mhm. Das heißt, in meinem Footer, in den E-Mails, findest du ja meine Telefonnummer und dann schreibst du mir einfach und dann füge ich dich in den Pull-Kanal hinzu. Der ist auf WhatsApp. Genau. Und dort erhalten dann die Teilnehmer immer kurze Nachrichten. Jetzt ist gerade eine E-Mail für den Praktischen herausgegangen mit Link. Also über diesen Pull-Kanal wird man nicht irgendwie überflutet und zugespammt, sondern es ist einfach nur ein Hinweis, wir haben gerade was geschickt. Wer es nicht bekommen hat, kann sich dann bei dir melden und bekommt es nochmal im Einzelnen. Ja. Genau. Ja. Und dann circa vor dem ersten Wochenende. Mhm. Eine Woche vorher gibt es dann diese Umfrage, in die man sich immer einträgt. Mhm. Und dann gucken wir, wer kommt und online oder offline. Und kurz davor gibt es dann... Haben die Leute nicht auch ein Gespräch mit dir vorher nochmal? Wenn sie möchten, unbedingt. Ich erinnere mich, dass eigentlich ist das so, du schickst eine E-Mail raus, da sind bestimmte organisatorische Sachen drin, eben Datenschutzvereinbarung. Mhm. Da ist ein Hinweis drin auf inhaltliche Sachen, mit denen man sich vorbereiten kann. Mhm. Und da steht immer unten drunter, wenn du noch Fragen hast, bitte ruf mich an, ich freue mich wirklich. Ja, ganz in echt. Was du hier auch wirklich tust. Und da kommen dann die Fragen, die man auch noch darüber hinausstellen könnte. Genau. Zu dem, glaube ich, Vorbereitungsvideos kommen wir nachher noch, was man sich angucken könnte. Gut. Ja. Und genau, dann gibt es einfach noch den Zoom-Link und das Skript auch per E-Mail. Und dann ist es schon soweit. Dann kann man kommen. Am besten. Ich würde den dann nochmal langsam machen, weil der war jetzt wirklich sehr schnell. Also es kommt eine E-Mail, Grundsätzliches, und dann kommt noch eine extra E-Mail-Vorbereitung für das Wochenende. Mhm. Und in der ist zum einen diese Umfrage drin. Vielleicht sollten wir kurz erklären, wofür die gut ist. Ja. Weil vielleicht denkt sich manch einer, ich bin noch angemeldet, warum soll ich mich nochmal eintragen? Ja, das ist einfach zur Organisation, dass wir wissen, wer ist online, wer ist offline und dass wir gucken können, dass es auch ein bisschen ausgeglichen ist. Dann laden wir manchmal noch Gäste dazu ein, einfach für unsere Planung und Organisation. Wir haben nämlich sehr freiheitsliebende Teilnehmer, was sich manchmal so zeigt, dass die kommen oder auch nicht und manchmal in die Jablonski-Straße kommen, manchmal auf Zoom kommen. Und im Grunde mag ich das ja, wenn Leute sich die Freiheit nehmen und sich um sich kümmern. Aber es hat halt auch immer einen Effekt auf die Gruppe, zum Teil auch mit der Bildung von kleinen Gruppen. Und darum ist es für unsere Planung auch mit Stühle hinstellen. Es ist halt schön, wenn so viele Stühle dastehen, wie Leute kommen und dann nicht irgendwie ein paar Stühle extra stehen. Skripte drucken. Gerade auf Zoom hast du schon gesagt, schauen, dass die kleinen Gruppen aufgehen. Mhm. Das ist wichtig. Also für die Organisation schicken wir vor jedem Wochenende eine E-Mail, wo du dich bitte einträgst und sagst, ob du kommst und wann und wie. Und wohin? Genau, ja. Wann, wie, wohin? Mit wem? Warum? Genau. Dann schickst du fast immer auch, erinnere ich mich, in dieser Anfangs-E-Mail nochmal irgendeinen Extra-Tipp, wie man sich vorbereiten kann inhaltlich. Verweist auf ein Video oder auf ein Audio, sowas in der Art. Gibt es ein Extra-Video zu unserem gewaltigen großen Archiv? Ja. Und dann kommen die Leute, ne? Genau. Und die, die vor Ort kommen, können auch gerne schon 30 Minuten früher kommen. Genau, ein Teechen trinken. Ja, ein bisschen sich austauschen.
Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Wie steht es denn um die Verpflegung hier? Also die, die per Zoom teilnehmen, sind normalerweise sehr gut verpflegt. Die schauen einfach, was sie im Kühlschrank haben und sind da völlig frei, also an nichts zu sparen, feinste Verpflegung. Mhm. Die, die hierher kommen, bekommen vom Haus Süßkram, Knabberzeug, Tee, Kaffee, Milch, Hafermilch. Wir sind in Prenzlauer Berg, die meisten Leute wollen Hafermilch, muss man dazu sagen. Ja. Also so dieses normale Seminar. Futterchen. Das Übliche ist mit drin. Mittagessen nicht, kein Catering. Aber wir sind in Prenzlauer Berg. Das heißt, wenn man hier einmal aus der Türe rausgeht und zweimal umfällt, hat man die Kulinarik in jeder Hinsicht umgeben. Darum haben wir in den Wochenendkursen normalerweise eine gute Stunde Mittagspause, in den Blockkursen 1,5 Stunden, wo es reicht, dass man irgendwo hingeht. Und es ist eigentlich immer locker ein Drittel bis die Hälfte, die ihr Essen mitbringt. Genau, gibt und ja auch eine Mikrowelle. Genau, hier in der Küche, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank und dann sitzen wir hier zusammen mittags, was immer sehr schön ist. Ja. 3, 4, 5 Leute sitzen hier zusammen, essen hier. Die anderen sind dann irgendwie im Lokal und es ist schön. Und ich sage es gleich jetzt dazu, ganz oft gibt es auch einen Abend noch, dass man hier Sofa in unserem Wohnzimmer noch zusammensitzen, Tee trinkt oder härtere Sachen. Kennst du ja nass, was zu trinken? Wasser. Nee, was härteres? Eis? Also ist schon schön. Genau, das ist die Verpflegung. Was war da noch eine Frage? Die Pausen hast du ja gerade schon erwähnt, aber außer den Mittagspausen gibt es ja auch noch mal kürzere Pausen zwischendurch. Ja, meistens zu kurze, aber ich bemühe mich doch, welche zu machen. Ja, und dann ist die Frage, wie sieht so ein Tag aus? Womit starten wir und womit enden wir? Wir starten immer mit der ABC-Liste und wir enden immer mit der neuen Gutrunde. Und es ist jedes Mal eine Überraschung. Das stimmt. Ich wundere mich jeden Trainingstag aufs Neue. Ich sage, wir machen eine ABC-Liste und das hektische Gesuche der Papiere geht los. Um Gottes Willen, eine ABC-Liste. Zu der gibt es auch irgendwelche Extra-Videos von mir, wo man gucken kann, was eine ABC-Liste ist. Dann kommt ein Teil Fragen. Letztes Wochenende war schön, wie der eine mit seiner Liste gekommen ist. Vorbereitete Fragen, das war großartig. Der Fragenteil ist manchmal echt eine Stunde. Und ich mag den. Die Leute mögen den auch, weil da geht es quer durch den Gemüsegarten. Da sind also wirklich auch Fragen aus dem Alltag, aus der Anwendung vom NLP. Also da ist wirklich Zeit für die Fragen. Und dann kommt der Trainingstag, der besteht normalerweise aus einer Kombination aus Vortrag, Demo und Kleingruppen, wo wir immer so ein bisschen rumruckeln, wie die guten Zeitverhältnisse sind. Das Feedback der Teilnehmer ist, dass sie immer gerne ein bisschen mehr Vortrag hätten. Ich als Erkenntnistyp bin der Meinung, man kann gar nicht genug üben, aber da finden wir uns immer irgendwie. Also diese drei Teile, Vortrag, Fragen, Demo, Kleingruppe, Pause, das sind die 5 Elemente. Was noch ganz wichtig ist, auch für später, das Neu und Gut, immer am besten abends auch direkt schriftlich festhalten, weil das ist nochmal wichtig für die Zertifizierung am Ende. Und am Ende gibt es eine Runde, die geht auf Klaus Marwitz zurück, wo alle Leute im Raum und auf Zoom eine Sache nennen, die für sie neu und sowohl neu als auch gut war. Das ist sozusagen die Wiederholung. Und die einzige Stelle im Seminar, wo keine Kritik erwünscht ist. Sonst darf man immer alles sagen, was doof ist, aber nicht in der Abschlussrunde. Da wollen wir nur gute Laune. Dann kommt öfter mal die Frage, wie voll ist denn jetzt so ein Kurs eigentlich? Ganz unterschiedlich. Also im Schnitt 20 Leute, also 20 Teilnehmer, verteilt auf online und hier in der Jablonski-Straße plus Assistenten plus ich, wobei es sehr wechselnd ist. Ich glaube, unser vollster Kurs im letzten Jahr hatte insgesamt 35 Leute, 34, 35 Leute. Der kleinste hat dann so um die 10. Das ist sehr unterschiedlich. Es kann auch sehr kurzfristig sich ändern, weil wir halt Leute haben, die wiederholen. Dann gibt es andere, die sind halt mal krank oder sind verhindert. Dann kommen Gäste dazu. Also es sind sehr wechselnde Gruppengrößen. Und letztendlich ist es so, dass man eigentlich, wenn man öfter hierher kommt, irgendwann ist mein Empfinden eher Teil einer größeren Community ist, die halt aus ein paar hundert Leuten besteht. Und mein Wunsch ist eigentlich seit langem, dass ich eher so eine Art Flatrate, offene Türen habe, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, in welchem Kurs ist eigentlich jemand. Ich habe neulich auch gesagt, im Grunde hast du hier einen fortlaufenden Kurs, den kannst du über mehrere Jahre besuchen und der ändert halt zwischendurch seinen Namen. Ja, cool. Aber es ist ja nicht so, dass dann hier 35 Leute vor Ort sitzen, sondern wir haben ja ein hybrides Konzept. Genau. Ich glaube, der Rekord, den wir jemals in der Jablonski-Straße hatten, ich meine, der Raum hat ja auch eine bestimmte Größe, der Rekord, den wir hier jemals an Live-Teilnehmern hatten, waren, glaube ich, 24 in einem Coach. Das war noch vor Corona, wo wir noch nicht hybrid gemacht haben. Und ich glaube jetzt
Nach Corona war knapp 20. Mhm. Ich glaube, wir hatten einmal, dass es knapp 20 Leute waren, eben Teilnehmer, Wiederholer, Assistenten, Trainer. Mhm. Mhm. Aber normalerweise haben wir hier im Raum eigentlich so insgesamt um die 15 Leute, würde ich sagen. Also immer alle im Raum Beteiligten. Und auf Zoom 10, 15, auch sowas in der Richtung. Mhm. Mhm. Ja, und ich finde, das Setting ist auch sehr gut aufgebaut. Das heißt, du siehst die Teilnehmer, die online sind, und die Teilnehmer von online sehen dich und die Teilnehmer vor Ort. Und die Teilnehmer von Ort können aber auch die Teilnehmer online sehen. Weil wir haben ja ein hybrides Setting. Das ist ja, glaube ich, auch sehr besonders. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anderes überhaupt das hat mit Hybrid. Dass wir ja wirklich gleichzeitig Zoom und Präsenz haben, was vorteilhaft ist. Weil da kann man zum Beispiel, wenn man so ein bisschen krank ist, versäumt man nicht den Tag, man ist trotzdem dabei. Und darum haben wir halt hier ein bisschen aufwendige Technik aufgebaut mit genau der Kamera, durch die du jetzt durchguckst, sehen die Leute von Zoom mich vor der Gruppe oder die Demo. Mhm. Und dann gibt es eine zweite Kamera, hast du gerade erwähnt, die geht in den Raum rein. Und es gibt zwei Bildschirme, dass die Leute von Zoom von der Gruppe gesehen werden, von mir gesehen werden. Und die einzige Stelle, wo wir ehrlich zugeben müssen, dass wir die noch nicht vernünftig gelöst haben, ist die Übertragung des Raumtones bei Gruppenprozessen. Also wir haben ein Ansteckmikrofon für mich und ein mit Griff für die Teilnehmer, aber sobald halt drei, vier Leute durcheinander reden im Raum, ist es, wir haben es noch nicht rausgefunden. Also das ist sozusagen, ich würde sagen, es gibt zwei Stellen, wo Zoom ein ganz kleines bisschen weniger gut ist als hier. Das ist Gruppenprozesse, wenn schnell Witze gemacht werden und halt in den Pausen. Pausen sind auch, da ist man halt nicht dabei. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, ist Zoom fast genauso gut wie Präsenz. Ja, bei den Pausen bei Zoom muss man halt mal schauen, ob man eher sich da ein bisschen bewegt, weil man ja den ganzen Tag vor dem Computer sitzt. Oder halt dann doch und die Hälfte der Pause das vielleicht. Es sind aber immer weniger. Also inzwischen sind so viele auf dem Laufband. Ich sehe es zum Teil, wenn ich die Zoom-Leute sehe, sind die alle so. Sie kommen näher. Zum Teil im Gleichschritt, so drei Leute nebeneinander, die dann auf Zoom ihren. Und dann besuchen die so einen Trainingstag und schaffen da ihre 10 Kilometer. Gut. Ja, und da wir ja da die Kamera haben, da gibt es ja auch eine Aufnahme. Genau, es gibt eine Aufnahme. Das ist auch einer der Gründe für diese Datenschutzvereinbarung am Anfang, dass eben klar ist, das Training wird komplett aufgezeichnet. Und das kann man auch nicht abwählen, weil das wäre dann halt zu üppig für uns zu arrangieren. Das heißt, wer hier ist, ist Teil der Aufzeichnung. Mhm. Und die Aufzeichnung ist im Preis enthalten. Das heißt, du kriegst die Aufzeichnung hinterher zum Download, Audio und Video. Die ist nur für die Leute, die zum Training gehören. Die wird also nie in keiner Weise veröffentlicht oder so. Und alle verpflichten sich, und wir hoffen, sie halten sich auch dran, dass sie die Aufzeichnung für sich behalten. Das ist schon ein halbwegs geschützter Rahmen, aber halt kein hundertprozentig ganz sicherer Rahmen, dass das nicht so ist. Die Konsequenz davon ist, ich rate halt sehr dazu, dass man bei Themen vor der Gruppe, also in Demos, keine Namen von anderen Leuten nennt. Und wenn es wirklich persönliche Sachen sind, bespricht man die halt in Kleingruppen, weil Kleingruppen werden nicht aufgezeichnet. Da ist dann wirklich komplett die sichere und geschützte Atmosphäre. Ansonsten sind die Leute heilfroh um die Aufnahme, weil wir haben hier sehr dicht NLP, sehr viele Inhalte, sehr viele Andeutungen, Fußnoten und das ist so ein Schatz, das sich hinterher nochmal angucken zu können. Also viele haben im Grunde zwei Ausbildungen. Die erste besuchen sie, die zweite gucken sie sich an. Absolut, absolut. Ja, das ist auch manchmal das... Leute sagen, wir sind ein bisschen beim ersten Tag, beim zweiten Tag so, wow, völlig überfordert von dieser Flut an Informationen, aber sie haben die Aufnahme und können dann nach und nach Stückchen für Stückchen. Was wir jetzt auf der Aufnahme nicht haben, aber sonst ist ein Zeitstempel unten drin, das heißt, unten ist Datum und Uhrzeit eingeblendet, es gibt ein Protokoll von Assistenten und da steht halt auch Uhrzeit drin, das heißt, man kann dann auch sich in der Aufnahme zurechtfinden. Ja, genau, wenn man eine Demo sucht oder ein spezielles Thema, das findet man dann darüber total schnell. Ja, was macht man denn, wenn man krank ist oder mal ein Wochenende oder ein Block wieder nicht gesund kommen kann? Das ist ganz wichtig. Kamillentee, Fußwickel, Wadenwickel, Ingwer, Leberwickel kann auch helfen. Vitamin C. Ja. Und ansonsten, wenn man ein bisschen krank ist, per Zoom teilnehmen. Mhm. Und wenn man dolle krank ist, die Aufnahme hinterher angucken. Und da ist sozusagen nochmal ein kleiner, ich glaube, das müssen wir auch dazu sagen, das Wochenende gilt als besucht, wenn du die Aufnahme hast. Weil da warst du ja, du kannst ja dann gucken. Und das ist der Vorteil ist,
dass versäumte Wochenenden, also zwei versäumte Wochenenden sind für die Zertifizierung in Ordnung, weil wir sagen, da warst du 80% da und die anderen 20% machst du per Video. Das heißt aber auch, dass versäumte Wochenenden nicht nachgeholt werden können, weil du hast ja das Video von der Aufnahme. Genau. Wir machen es aber intern so, dass wir sagen, es ist ein 11. Wochenende mit drin im Rahmen freier Plätze, wenn man immer dazu sagt, im Rahmen freier Plätze. Das heißt, du kaufst 10 Wochenenden oder 20 Trainingstage kaufst du und bekommst halt dann 22 und die kann man überall nehmen. Das heißt, es kann dann noch jemand einen Practitioner machen und ein Masterwochenende noch mal reinschnuppern, um halt auch zu sehen, wie es da ist, weil die Kurse sind schon sehr verschieden, was man anfangs gar nicht so glaubt. Und wie ist das? Kann man auch mal vor Ort teilnehmen für die Zoomies? Oder? Ja, also wer vor Ort gebucht hat, kann immer auf Zoom. Das ist klar, weil Zoom haben wir kein Platzproblem. Da passen ja so viele Leute rein, wie wollen. Und wer auf Zoom ist, freuen wir uns sehr, wenn du ein-, zweimal hier auch kommst, damit die Gruppen sich vernetzen. Nur das ist halt wirklich immer nur nach Absprache, nur im Rahmen freier Plätze, dass halt hier wirklich die Stühle reichen, weil es gibt halt Kurse, wenn da alle gleichzeitig kommen wollten, würden wir sie in den Raum nicht unterbringen. Aber halt hat das immer gepasst. Ne? Ja. Einfach dann eine Mail an mich schreiben und dann... Und ich finde es ja immer wieder erstaunlich. Die Leute sind dann auf Zoom, beschweren sich 5 oder 10 Tage, wie doof das ist, wenn die im Raum nicht in das Mikrofon sprechen, sind dann hier und sprechen nicht ins Mikrofon. Ja. Und allein deswegen ist es schön, wenn die Gruppen sich vernetzen, weil dann erlebt man es von beiden Seiten. Dann hat man auf Zoom mehr Verständnis für die, die nicht in Löffel sprechen, also ins Mikrofon sprechen. Und man hat, wenn man hier ist, mehr Verständnis, dass es wirklich wichtig ist, das Mikrofon zu verwenden. Ja. Genau, und jetzt die letzte Frage. Wie kann ich mich denn vorbereiten? Da gibt es von dir, das könntest du fast besser beantworten als ich, am Anfang immer eine E-Mail, wo einiges an, glaube ich, Videos, ne? Schickst du da Videos? Das kannst du echt besser beantworten als ich. Ja. Was schickst du denn da so rein? Na, ich schicke Links zu Videos und die sind auf Edomanto. Da kommen wir jetzt gleich im nächsten Video noch dazu. Ne? Und dort gibt es sogar eine ganze Reihe jetzt, so einen Online-Kurs, bei den kann man sich angucken und dann vorbereiten. Was ist da so drin? Also ich weiß auf jeden Fall von NLP wirklich Nutzen, das liegt mir sehr am Herzen. Genau, das ist aber nochmal ein Extra-Kurs. Ne? Also, der wird ja auch empfohlen am Anfang. Ja, ne? Genau. Ja. Und was ist sonst noch drin? Ich glaube, was mit Spiral Dynamics, auf jeden Fall Psychografie. Das ist wichtig, also, Psychografie ist echt wichtig. Alles, was hier so grundlagenmäßig ist. Es müssten eigentlich 7 Videos sein und man muss sich natürlich nicht alle vom ersten Wochenende angucken, aber man kann. Ja. Genau. Das ist ja so, es muss nichts und kann alles. Also ich würde mal vermuten, logische Ebenen sollten wahrscheinlich mit drin sein und Psychografie. Das sind die beiden Sachen, wo es gut ist, wenn man eine Grundahnung vorher hier hat. Muss man nicht, lernt man alles hier, aber wenn man es hätte, wäre es ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Genau, da sind wir schon am Ende. Und machen wir einen Cliffhanger zum nächsten. Ne? Auf jeden Fall. Im nächsten Video sehen Sie, was sehen die Leute im nächsten Video? Zum Beispiel, wie man sich mit anderen Teilnehmern vernetzen kann. Ja, Networking ist was cool. Was es alles für Online-Ressourcen gibt, die man nutzen kann. Wow. Ja, es ist so eine Menge. Was noch? Was noch? Ich glaube, das war's schon. Nee, darüber machen wir jetzt das Video. Und dann gibt es noch ein drittes Video später, da geht es um die Zertifizierung. Ja. Genau. Wobei, ich meine, wenn wir ein Video über unsere Online-Ressourcen machen, gibt es eine Videoserie. Wir haben so viel. Ich finde es immer so lustig, das kommt im nächsten Video. Ich sage es jetzt einfach mal noch nicht, dass manchmal, wenn Leute neu kommen, sind die erst erstaunt, wie dünn das Skript ist. Und 4 Wochen später sind sie erschlagen, wie groß die Bibliothek ist, zu der sie dann Zugang haben. Ja. Okay, gut. War das unser erstes Video? Ja. Dann sagen wir nicht Tschüss, wir sagen bis gleich. Bis gleich. Schalten das Video aus und das nächste an. Tschüss. Tschüss.